Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video möchte ich dir 7 Tipps geben, die für deinen Semesterstart ja wertvoll sein können. Und du bist jetzt vielleicht ja am Beginn deines Semesters, du bist vielleicht erst die beginnst dein Semester, aber auch für all die, die jetzt in höheren Semestern sind, möchte ich dir 7 Tipps geben, ja, die ich aus meinem ja Studium auch mitgenommen habe, die dir vielleicht auch helfen, ja das Studium einfacher zu machen und die du gerade besonders zum Semesterstart ja beherzigen kannst. Tipp Nummer 1, versuch vorm Semester, wenn dein Semester jetzt noch nicht begonnen hat, wirklich die Zeit noch zu genießen, wenn dir das möglich ist, ja, dich wirklich erholen, Kraft zu tanken, denn das Semester geht wieder früher als du denkst, dann wirklich los und nimm dann richtig, meistens ja auch schneller als gedacht, Fahrt auf. Von daher, versuch nicht irgendwie groß vorzulernen, außer du hast vielleicht ja Prüfungen, die direkt am Anfang vom Semester sind oder irgendwelche Eingangsprüfungen, Testate, dann vielleicht schon. Aber ansonsten genieß wirklich erstmal die Zeit oder die freie Zeit, die dir zur Verfügung steht, um dann wirklich mit vollen Akkus ins Semester zu starten. Und ja, versuch nicht schon im Vorfeld irgendwie groß was vorzulernen und so weiter, sondern es bringt in meinen Augen mehr, sich im Semester dann wirklich voll und ganz auf die Inhalte aufs Lernen zu konzentrieren und nicht schon davor. Und in den allerwenigsten Fällen ist es auch wirklich ja nötig. Tipp Nummer 2, den habe ich auch schon in anderen Videos ja dir mit an die Hand gegeben oder auf den Weg gegeben. Versuch nicht gleich am Anfang dir, nur weil es Empfehlungen sind, dir gleich alle Bücher neu zu kaufen und so weiter, sondern ich kann dir empfehlen, versuch dir, wenn Bücher empfohlen werden, versuch wirklich, ja, einfach vielleicht in einem E-Book online, in deiner Bibliothek gibt es ja vieles auch kostenlos, wo man schon mal reinschauen kann, ob dieses Buch einen anspricht, ob das einem liegt. Und dann kann man immer noch sagen, okay, man leiht sich vielleicht das Buch aus der Bibliothek aus oder man geht vielleicht auf Bücherflohmärkte, die gibt es ja auch an vielen Unis zum Semesterstart, wird oft von der Fachschaft angeboten, wo man sich eben gebrauchte Bücher zu billigeren Preisen ja anschaffen kann. Das tut es meistens auch. Ich habe mir immer Gedächtnispaläste und so weiter dazu überlegt, konnte es dann am Rand mir ja einfacher an gebrauchten Büchern hinschreiben, als wenn ich mir ein neues Buch kaufe. Da ist dann die Hemmschwelle doch größer, in den Büchern irgendwie rumzumalen und zu schreiben. Ja, von daher der Tipp, versuch nicht gleich Bücher zu kaufen. Wenn du dann aber siehst, oh, das Buch gefällt dir, du möchtest dir es in den Bücherschrank stellen oder was auch immer, dann kannst du es ja immer noch kaufen, aber nicht einfach blindlings gleich am Ende vielleicht schon vor dem Semester sich gleich irgendwelche Bücher ja, kaufen. Tipp Nummer 3, auch ein Tipp, den du vielleicht schon aus meinem Munde gehört hast. Geh nicht in jede Vorlesung, nur aus Pflichtbewusstsein. Ich kann dir den Tipp geben, versuch gerade zu Semesterbeginn, dir die Vorlesungen einfach ja, anzuschauen, ein paar Mal reinzugehen. Wenn du dann merkst, oh, das liegt dir, das bringt dir wirklich was, dann geh auf jeden Fall gerne rein. Wenn du aber merkst, eigentlich ist es mehr oder weniger Zeitverschwendung für dich, du kannst die Zeit vielleicht effektiver nutzen, indem du daheim lernst und dir vielleicht Gedächtnispaläste baust oder irgendwelche Lerntechniken anwendest und du kannst so mit dann eben die Zeit effizienter nutzen, dann ja, versuch nicht nur aus Pflichtbewusstsein einfach in die Vorlesungen zu rennen, sondern ja, schaff den Überblick, was dich anspricht, was dir hilft und entscheid dementsprechend dann, ob du ja eine Vorlesung besuchst oder nicht. Dann Tipp Nummer 4. Am Anfang ist es ja so, man hat relativ viele Termine. Es gibt schon vielleicht irgendwelche Termine für Anmeldungen, für Klausuren und so weiter. Ich habe versucht, immer mir möglichst alle Termine gleich direkt, entweder in Form von Papier oder am Handy wirklich die Termine gleich einzutragen, dass ich schon mal die wichtigsten Termine, die bekannt sind, ja, soweit die wirklich auch bekannt sind zum Semesterbeginn, wirklich versuche, diese dann ja aufzuschreiben, dass ich da schon mal die wichtigsten Termine nicht vergessen kann. Klar, es gibt dann vielleicht noch nicht alle Klausurtermine, aber oft was bei uns so, entweder auf der Fachschaftsseite oder auf eurer Uni-Seite, das ist schon einige Termine und die wichtigsten Termine, die man eben nicht vergessen sollte, ja, gibt. Habe ich mir die schon mal eingetragen und das kann ich dir auch empfehlen, weil dann vergisst man einfach nicht irgendwelche Termine, die vielleicht schon gleich zu Semesterstart relevant und wichtig sind. Und ja, wie gesagt, kann ich dir empfehlen, sich da einmal die Übersicht zu machen, sich das einzutragen und dann ja, ist man schon mal auf der sicheren Seite. Dann Tipp Nummer 5, versuch dein letztes Semester zu reflektieren. Gerade wenn das neue Semester startet und du es eh noch nicht gemacht hast, kann ich dir empfehlen, einfach mal zu überlegen, okay, was ist im letzten Semester gut gelaufen, was nicht so gut, auch wie warst du zufrieden mit deinem Lernen und so weiter. Und wenn du dann siehst, oh, das ist super gelaufen, dann kannst du ja versuchen, das vielleicht auch im neuen Semester wieder zu implementieren und zu versuchen, das vielleicht noch weiter auszubauen. Oder auf der anderen Seite, wenn du sagst, irgendwas, damit warst du nicht zufrieden,
dann eben dich hinterfragen oder fragen, welche Möglichkeiten gibt es, dass du das besser machen könntest. Oder wenn du sagst, beim Lernen, da bist du noch nicht so zufrieden, weil du die Sachen immer zigmal dir anschauen musst und wiederholen musst und trotzdem irgendwie sehr viel in Vergessenheit gerät, dann ja, hinterfrag dich, wie kannst du es besser machen. Mein Tipp, schau dich mal auf unseren YouTube-Kanal um. Da haben wir viele Tipps, gerade wenn du sagst, du bist mit dem Auswendiglernen noch nicht so zufrieden. Ich kann dir auch mal ja, ein Einsteiger-Video empfehlen, mit dem du ja dein Lernen revolutionieren kannst und dein Lernen einfach ja effizienter gestalten kannst. Also das ist wirklich ein Tipp, auch in anderen Bereichen, wenn du sagst, was ich gerade schon angesprochen habe mit den Vorlesungen, mal zu reflektieren, was war gut, was bringt dir wirklich, was bringt dich weiter und die Sachen, wo dir ja helfen oder die positiv waren im letzten Semester, die versuchen auszubauen und vielleicht die Sachen, wo nicht so gut ja, gelaufen sind im letzten Semester, versuchen die vielleicht zu beseitigen oder mit anderen positiven, effizienteren Sachen ja, auszutauschen, weil oft ist man so in seiner Routine, in seinem Trott, auch in den neuen Semestern dann drinnen und ja, sich da mal zu reflektieren und zu hinterfragen, was gut war, was schlecht war, kann wirklich sehr viel wert sein und kann einen dann letztendlich auch viel Zeit und Nerven dann beim Lernen, beim Studieren sparen. Dann Tipp Nummer 6, das kann ich dir wirklich auch empfehlen, sich zu überlegen, welche Ziele man vielleicht im Semester hat. Vielleicht kommt das Examen, das erste, das zweite, das dritte, wie auch immer, oder es kommen größere Klausuren. Sich Ziele setzen, es können kleine Ziele sein, wie viel man vielleicht pro Tag lernen will oder wann man wirklich das intensivere Lernen anfangen möchte, wie man die Klausur bestehen möchte oder wie auch immer. Das ist ein ganz individuelles Thema, aber sich überhaupt mal Ziele zu setzen, was man erreichen möchte. Wie gesagt, im Kleinen oder im Großen können einen sehr motivieren und ja, einem auch Klarheit schaffen, wo möchte man hin, was möchte man erreichen in diesem neuen Semester und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Auch den Tipp, dir es nicht nur so zu überlegen, sondern wirklich mal ja, aufzuschreiben und es gibt ja sogenannte smarte Ziele, dass du dir wirklich Ziele setzt, die realistisch sind und so weiter. Wenn ich dazu mal zum Setzen von Zielen auch ein Video machen soll, schreib es mir gerne auch in die Kommentare, falls dir das Wort smart oder das Akronym noch nicht sagt, kann ich dir dazu gerne auch nochmal ein kleines Video machen. Okay, also setz dir wirklich Ziele, hat mir immer geholfen, es motiviert, es schafft einem auch Klarheit in gewisser Weise und ja, ist dann ganz cool, auch wenn man sich dann reflektiert, was ich ja gerade auch schon angesprochen habe, und dann sieht, ah krass, die und die Ziele sind ja in Erfüllung gegangen oder haben sich bewahrheitet. Das ist dann auch wieder, ja, kann einem nochmal einen Motivationsschub geben. Dann der letzte Tipp, Tipp Nummer 7. Versuch das Studium, auch wenn es stressig werden wird, zu genießen, denn ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, und es können bestimmt viele bestätigen, die mit dem Studium schon am Ende sind oder schon fertig sind, dass ja, das Semester schneller vorbei ist, als man denkt und versuche auch, wenn es stressig ist, die Zeit mit den Kommilitoninnen, Kommilitonen und so weiter, das ganze Studentenleben zu genießen. Es ist, wie gesagt, schneller rum, als man oft meint oder denkt. Und ja, dann kann ich dir empfehlen, genieß die Zeit, auch wenn es stressigere Phasen gibt. Aber ja, schau, dass du die Zeit auch so genießt oder ja, Sachen hast, wo dir Freude bereiten, ob im Studium oder außenrum mit Hobbys und so weiter. Aber das ist ein Tipp. Wie gesagt, so als letzten Tipp, dass du wirklich das versuchst, dein Studium zu genießen, weil es ja einfach sehr, sehr schnell vorbei sein kann. Das spreche ich aus eigener Erfahrung. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg für deinen Start ins neue Semester. Wenn dir die Tipps gefallen haben, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du sonst noch Tipps hast für andere, dann teile sie gerne mit uns oder mit der Community. Ich freue mich über weitere Tipps, die du oder Erfahrungen, die du schon in deinem Studium gemacht hast. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao. Und natürlich nicht vergessen zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren. Mach's gut. Ciao.